Das Jubiläum 195 Jahre Pfingsttanz in Alsdorf lockte am 11. Mai nicht nur die Mitglieder der Pfingstgesellschaft, sondern auch deren Familien, Freunde, Unterstützer und befreundete Vereine in das Kulturhaus des Ortes, das zu Pfingsten auch Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten ist. Doch warum heißt es eigentlich 195 Jahre Pfingsttanz und nicht Pfingstgesellschaft? Also das Fest heißt Pfingsttanz, weil hier natürlich gefeiert wird, hier wird auch viel getanzt. Und der Verein oder ich sag mal die Gesellschaft, die das durchführt, das sind die jungen Burschen und die nennen sich die Pfingstgesellschaft. Und wenn man es ganz ehrlich nimmt, dann feiern wir nicht 195 Jahre Pfingsttanz, sondern wir feiern eigentlich 195 Jahre Pfingstgesellschaft. Denn diese wurde 1824 gegründet. Das Fest an sich, das gibt es schon viele Jahrhunderte länger. Der 36-Jährige, der zwar aus dem Mansfeldischen kommt, inzwischen aber in Bayern wohnt, nimmt sich jedes Jahr zu Pfingsten für 2 Wochen frei, um in die alte Heimat zu kommen und den Feierlichkeiten beizuwohnen. Anlässlich des Jubiläums hatte er einen kleinen Vortrag vorbereitet, der den Ablauf des Alsdorfer Pfingsttanzes in Wort, Bild und sogar Film beschrieb. Dabei waren auch historische Aufnahmen, wie hier zum Beispiel vom Main-Austragen zu sehen. Die ersten Fotografien der Pfingstgesellschaft Alsdorf, die existieren, stammen aus den Jahren 1903, 1911 und 1924. Auch auf die Geschichte des Pfingsttanzes im Mansfelder Grund im Allgemeinen ging Herr Ecke ein. Fand der Pfingsttanz im Mansfelder Grund im Jahr 1620 erstmals Erwähnung im Kirchenbuch von Hergesdorf. Bis zur Gründung von Gesellschaften in den einzelnen Orten wurde gemeinsam gefeiert. Lediglich während der Kriegsjahre 1915 bis 18 und 1940 bis 45 fand kein Pfingsttanz statt. In DDR-Zeiten übernahm ab 1961 die Organisation der Club der Werktätigen. Eine Besonderheit der Alsdorfer ist es, dass sie statt in den Schlamm in den nahegelegenen Fischteich springen. Die Gaudi zieht jedes Jahr viele Zuschauer an, auch wegen einer spektakulären Wasserrutsche, die es seit einiger Zeit gibt. Heute hat die Pfingstgesellschaft Alsdorf 50 Mitglieder, davon 21 aktive Pfingstburschen und 13 kleine Läufer. Einer von ihnen ist auch Marvin Würzberg, der das Peitschen mit seinen 9 Jahren schon sehr gut beherrscht. Einer der ältesten Pfingstburschen ist übrigens der 76-jährige Dieter Gellrich. Zu den zahlreichen Gratulanten gehörten an diesem Abend neben befreundeten Vereinen auch Bernd Skrübeck, Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Mansfelder Grund Helpra, und Norbert Born, der sich für eben dieses Amt am 26. Mai 2019 zur Wahl stellt. Am Ende bleibt noch zu erwähnen, dass einige Pfingstvereine des Mansfelder Grundes, darunter auch die Alsdorfer, es 2018 schafften, die alte Tradition als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkennen zu lassen. Die Gesellschaft Alsdorf bedankt sich bei ihren Helfern, Sponsoren, ihren Frauen, alle, die den Pfingsttanz in Alsdorf unterstützen. Sie sollen nehmen. Vivat! Hoch! Vivat! Hoch!